Hallo und herzlich willkommen, ja, mal wieder zu einem Angestellt und Vorgespielt. Und heute schauen wir uns an Idle on the Idle MMO. Jawohl. Und auch das eine Empfehlung von dem lieben Nick. Schöne Grüße an der Stelle. Ja, der spielt dieses schöne Spiel, weil einer seiner Bekannten irgendwie 700 Stunden darin hat und jetzt spielen wir das plötzlich alle, also spiele ich das jetzt auch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade dreimal gestartet und rumgeklickt und habe, glaube ich, noch nicht ganz verstanden, worum es geht. Wir werden es gemeinsam rausfinden, die ersten 30 bis 40 Minuten gucken uns den Spaß an und dann schauen wir mal, ob wir das weitermachen oder nicht. Das hier vorne, der Epic Gamer, bin ich. Das dauert hier irgendwie länger, als ich erwartet hatte, aber du kriegst das schon hin. Der gesamte Rest des Spiels zählt auf dich. Du schaffst das. Okay, wir gucken uns das Ganze an. Ich habe versucht, mich zu informieren vorab, worum es hier eigentlich geht. Aber das hat nicht so wirklich funktioniert. Jetzt muss ich hier irgendwie... Wow. Ich bin einfach der Epic Gamer. Ich kann Geld einsammeln. Sehr gut. Und ihr seht hier rechts ist ein Portal. Da brauche ich noch 3 Totenköpfe für. Warte. Haha, 2. 1 und tschüss. Und jetzt ist das Portal offen und ich kann rein. Ja. Merkwürdig. Wer würde hier so weit draußen einen Amboss aufstellen? Ja, kann man eigentlich springen? Nee, kann man nicht. Man kann aber hier hochlaufen. Was soll ich da sagen, liebe Zuschauer? Idle Games sind ja manchmal genau mein Ding und manchmal eben aber auch nicht. Und ja, dieses Jahr haben wir noch gar keine Idle Games angeguckt. Und jetzt gucken wir mal. Diese Typen sind zu zäh. Aber ob ich hier draußen wohl bessere Waffe finde? Wenn nur jemand auf einen Amboss tippen kann, dass man mich herausfinden könnte. Okay, der Humor ist schon mal schön. Vollbildmodus habe ich noch keinen gefunden. Scheint es gerade noch nicht zu geben. Gucken wir mal. Ah, Flash Reaper. Wir craften den jetzt hier aus diesen Materialien. Okay, wie kann ich das schließen? Da war noch was. Wie kann ich das denn wieder schließen? Ah ja. Ich brauche ein paar Erze und Holzstämme, um diese epische neue Waffe herzustellen. Tippe auf die Felsen links. Oh, holder Mensch. Weiterer Hinweis. Sammle Materialien links. Klickst Tippe Erz auf, indem du es anklickst. Okay. Ja, kein Problem. Ziehe deine Finger über die Erze. Ich würde es ja selbst machen, aber ich habe ja keine Finger. Ja, okay. Man muss es anklicken. Super. Das sind alle Erze, die wir brauchen. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Alienbaumstämme. Tipp auf den Baumdings da drüben, auf der rechten Seite. Ja, also offensichtlich müssen wir Material farmen. Und da ich hier gerade in so einem WoW-Modus bin, können wir das ja mal gut machen, ne? So. Jetzt craften wir die Megawaffe. Ja, erklärt sich doch alles von alleine. Ich glaube, es ist nur ein bisschen die Einführung. Sozusagen das Tutorial, um ins Spiel reinzukommen. Bedauerlicherweise noch ein Hinweis. Doppelklick auf die Waffe, um sie auszurüsten. Das wird später auch mit Rüstung funktionieren. So, jetzt haben wir hier nämlich diese Waffe getauscht. Hier unten bei den Items. Jetzt bin ich hier der Idle Slayer. Ich meine, der Epic Gamer. Nee, ich wollte nicht hoch. Ich wollte hier die... Guck mal, die haben auch so eine rote Health Bar. Ja, nice. Wir sammeln auch diese Münzen ein. Kennen wir ja nix, ne? Ich bin gespannt, ob das so geht, wie ich mir das vorstelle. So, da. Oh oh. Schau, wie klein du bist und niedlich, lol. Ich werde mich nicht von einem Dämon wie dir einschüchtern lassen. Warte, hast du... okay, du weißt, dass ich das Recht habe, lol. Okay, wenn du meinst, aber du bist der Endgegner, also müssen wir uns bis auf den Tod bekämpfen. Ich hoffe... Ich muss es auch nicht lesen, kein Problem. Mach einfach weiter. Lass uns kämpfen. Tippen Sie noch 5-mal, um diese Zwischensequenz zu überspringen. Ich verstehe, das hier ist nur eine Zwischensequenz. Kann ich einfach ein bisschen chillen? Leider nein, du musst gehen. Was soll mir das Angst machen? Ich wette, das ist nicht nochmal besonders schwer. Oh Gott. Okay, scheint, als könntest du doch recht haben. Reines Loch. Spiel beginnen. Nein! Eingelegt. Massive Troll. Oh Gott.
Aua. Wo sind wir hier? Aua. Und warum ist das so laut? Idle on the Idle MMO. Okay. Create. Also erstmal schalten wir nochmal auf Deutsch. Anniversary Event is live. Open 500 or more boxes. Mehr Boxen. Ja gut. Logout, Patch Notes, Discord, Language. Ich habe mir eine Sprache ausgesucht. Okay. Was tut's das jetzt? Wir müssen wahrscheinlich erstmal was createn hier. Wir createn jetzt mal. Ah ja, hier Charakternamen. Und zwar bin ich hier der Oberbabo. Der Oberbabo ist natürlich der Mr. Fierce. Ist ja klar. Sternzeichen, The Buff Guy. Oh, guck mal, da gibt's hier. Drei Strength. Stärkere wahrscheinlich, ne? Movement Speed. Der Bücherwurm. 1+1% Klassen XP Gain. 3 Talentpunkte. Mhm. 1 Total Damage. Ich gehe für den Bücherwurm. Geschlecht männlich. Starterhut. Kein Baseball Cap. Graues Barett. Oh, warum auch nicht, ne? Was ist das? Propellerkappe? Das finde ich ein bisschen blöd. Verkehrshütchen auch schön. Dann würde ich sagen, gehe ich für das graue Barett. Und wir createn ihn. Das bin ich. Das ist super. Und ja, wenn ihr Bock habt mitzuspielen, gebt mir einfach euren Namen. Ich könnte offensichtlich noch 1, 2, 3, 4, 5 andere nehmen. Ich würde mal sagen, das sind da meine Arbeitsmulis. Einer davon wird sicherlich Nick werden. So. Mr. Fierce, Level 1, Beginner, Nothing, dann spielen wir mal, würde ich sagen. Choose Language. Achso, ich dachte, ich hätte das schon getan. Jetzt? Ah, wunderbar. Lavas Anfängergilde, Guide. Hey, ich bin Lava Flame 2, der Entwickler von Eidolon, und ich bin hier, um dich durch meine verrückte Welt zu führen. Klicke hier, um meine Einführung zu starten. Ja, ich klicke erstmal hier. Und hätte ganz gerne erstmal vielleicht einfach nur... Oh Gott, ist das hässlich. Auto-add new quest helper, off-scroll portals, unused talent, show guild, show monster. Ich will einfach nur keine Musik hören. Ach, hier, warte mal. Hier. Oh. So ist schön. Okay, so, jetzt können wir uns den ganzen Kram hier machen. Klicke hier, um meine Einführung zu starten. Das ist ja super wild. Das ist ja super wild, was da alles rumläuft. Können wir die Häschen töten? Ja, und ihr seht schon hier, das sind andere Charaktere von anderen Spielern. Das ist interessant. So, schließe 4 Quests von Skriptikus ab. Ignoriere alle anderen Quests. Hinweis, packe alle Talentpunkte in geschärfte Axt. Okay. Ich bin erstmal der hier. Ich bewege mich mit meinem grauen Barett. Das sieht aus wie meine Haare, deswegen ist das erstmal für mich okay. Not stinky. Oh, interessant. Okay, du bist der hier. Ah, noch eine arme Seele für die Liste. Welche Liste, fragst du? Sieh dich einfach um. Die grasbedeckten Ebenen, die langsam vorbeiziehenden Wolken. Der Fakt, dass der Haupt-NPC ein riesiges Stück Papier ist. Du bist der neueste Eintrag auf der Liste der Noobs. Eigentlich gibt es da auch etwas, das dich wieder in einen Pro-Gamer zurückverwandeln könnte. Jetzt halt mal etwas Abstand, während ich den uralten Zauberspruch rezitiere. Aha, den musste ich einfach bringen. Es gibt keine Abkürzungen. Zurück an die Spitze. Du musst aufleveln, Ausrüstung herstellen, Fähigkeiten erlernen, Bosse bekämpfen und 100 Quests erledigen, bevor du wieder eine Legende wirst. Alles klar. Wo wir gerade bei Quests sind, ich bin der Hauptquestgeber und hier ist deine erste Mission. Hauptquest, gehe nach rechts und besiege 5 grüne Pilze. Das wäre lustig, wenn wir jetzt hier den Nick treffen würden. Können wir den nicht... Deltarune, 1, 2, 3. Na gut, wir gehen erstmal hier durch das Tor. Kann nicht so schlimm sein. Guck mal hier, und da sind wir auch schon hier. Guide Progress 17.4. Wir müssen diese grünen Pilze erledigen. Wie viel sollen wir davon machen? 5. Oh Gott, wir schlagen mit der Faust zu? Schlägt er automatisch zu? Ja, tatsächlich. Man muss nur einmal anklicken und den Rest macht er dann. Na gut, dann hauen sie mal rein. Verfolgt ihr den jetzt auch? Der Ferrari. Level up! Pagan, Zohan, Epic Snails, GSOS Team, okay.
vielleicht mache ich ja mit dem, vielleicht mache ich ja irgendeine Gilde auf. Ach du heiliger Bimbam. Glacier Hunter, Aria Dream, alles klar. Treffen uns in der Lobby oder was? Okay, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt gehen wir wieder zurück. Okay, wir gehen mal zurück. Das ist ja crazy shit hier. Okay, wir reden wieder mit dem Papyrus. Skriptikus, Entschuldigung. Das war großartig. Diese Faustschläge waren umwerfend und du warst geduldig genug, um das Spiel nicht zu deinstallieren. Ja. Aus meiner 30 Minuten, Freundchen. Lass uns dir eine bessere Waffe besorgen. Diese bloßen Faustkämpfe können nicht alles umhauen. Stell ein paar Boxhandschuhe da drüben am Amboss her. Hauptquest, kaufe etwas Klebeband im Laden und stelle dann Boxhandschuhe her. Alles klar. Laden. Hier ist der Laden. Wie viel muss ich denn da kaufen? Craft Boxing Gloves. Ich kaufe mal eins, oder? Kostet 12. Wo sehe ich denn mein Geld? Kostet 12? Ich habe eins. Ziehe den Artikel aus dem Inventar her, um ihn zu verkaufen. Zum Kaufen Artikel hierher ziehen. Ah, ich hatte eine Silbermünze. Ach, deswegen. Okay, alles klar. Ich wollte gerade sagen. Das ist aber sehr spannend. So, wo ist der Amboss? Da ist der Amboss. Es wäre schön, wenn hier nicht so voll wäre. So, die wollen wir craften. Dafür brauchen wir einmal Klebeband und einmal purpurroter irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist, aber ist auch egal. Wir können das machen. So. Und jetzt können wir das doch. Ziehe die Handschuhe auf das graue Schwertsymbol, um sie auszurüsten. Ich habe ihr außerdem ein stylisches Stirnband gegeben, das du im Platz für Helme ausrüsten kannst. Okay, aber ich habe doch dieses schöne Barett. So, Stirnband, was macht denn das? Type Helmet, Strong 2, Glück, plus 2, Upgrade Slots left 2. Aber Agility plus 1? Na gut, dann ziehen wir das an. Wie man hier gezwungen wird, ist ja fies. Jetzt bin ich der Samurai-Kämpfer mit den Boxhandschuhen. Also, lass uns ein paar stärkere Monster für dich finden. Besiege genug grüne Pilze, um das nächste Gebiet freizuschalten. Wir wollen so einen vielversprechenden Spieler wie dich ja nicht hier versauern lassen. Erreiche Gebiet Nummer 2, alles klar, gar kein Problem für mich. Automode. Dein Charakter kämpft automatisch weiter, sodass du im wirklichen Leben andere Dinge tun kannst. Okay. On. Sehr gut. Sehr gut. Warum denn nur 6 Schaden? Das weiß man jetzt auch nicht, ne? Wir gucken mal. Den hat er. Ah, dann hört er auf. Ah ja, on. Alles klar. Gut. Ja. Dann kann ich jetzt eigentlich sinnvolle Sachen machen. Weiß noch nicht genau, was das ist, die sinnvollen Sachen, aber ey. Boss 7. Hier haben wir schon wieder so eine Kiste bekommen. Warte mal, wir hatten doch hier auch schon so eine Kiste. Was ist denn das? Type Event Box. Idle on is 3 years old. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Hold down to open this box and celebrate. Contains a random anniversary goodie from event cards to foods. Also, if you open a total of 500 boxes, you will get a limited edition anniversary event name tag. Wahnsinn. Ich sammle jetzt erstmal hier die Münzen ein, den ganzen Kram. Können wir dem auch eine runterhauen? Nein. Komm, die beiden machen wir jetzt auch noch platt. Ah, ich sehe schon, die spawnen halt immer neu, ne? Na gut, dann gehen wir mal zu Ebene Nummer 2. So, ich würde sagen, können wir die nicht direkt irgendwie... Na Gott, wir gehen wieder zurück. Ach Gott, ich sehe schon den ganzen Rest des Tages das hier spielen. Mal gucken. So, reden wir mal mit ihm hier. Du siehst ein bisschen fertig aus. Ich habe vergessen, dir zu sagen, dass die Monster hier sehr schnell sehr stark werden. Lass mich dir mal einen Trick zeigen. Du kriegst jedes Mal 3 Talentpunkte, wenn du eine Klassenstufe aufsteigst. Du kriegst außerdem jedes Mal 1 Talentpunkt, wenn du ein Fähigkeitenlevel in einer Fähigkeit, in der du spezialisiert bist, aufsteigst.
Außerdem gibt es spezielle Sterntalente, die du sammeln kannst. Dafür brauchst du nochmal andere Talentpunkte. Ja, macht's ja gar nicht so kompliziert. Ist ja gar kein Problem. Also, was nochmal? Wenn ich eine Klassenstufe aufsteige, kriege ich einen. Und wenn ich ein Fähigkeitenlevel, eine Fähigkeit spezialisiere, alles klar. Achso, alles verstanden? Falls du es mal vergisst, habe ich dir einen Hinweis zu den Talentpunkten in deinen Kodex geschrieben. Jetzt gib schon ein paar Punkte aus. Gib 5 Talentpunkte aus. Okay. Wow, okay. Okay, Available Points 10. Das ist ja schon mal schön. Erhöht deine Basisstrim um 0. Stimme erhöht Max LP und Crit-Schaden. Okay. Und das hier ist einfach nur erhöht Max LP. Ja. Was haben wir denn hier? Erhöht deine Basis-Agilität. Das sind wir alles bei 0, ja? Stadtinfo. Was bin ich denn überhaupt? Habe ich schon eine Klasse gewählt? Eigentlich nicht, oder? Erhöht deine Basisintelligenz um 0. Das hier ist Glücksklee, also Glück. Assign Attacks. Und das hier erhöht verursachten Schaden an allen Monstern. Naja. Würde ich doch sagen, das graden wir mal ab. Und hier Intelligenz graden wir auch mal ab. Und zwar gar nicht schlecht am Anfang. Und ich würde sagen, ein paar stecken wir auch unter Tier rein. Ja. 4 Punkte. Jetzt haben wir noch 3. Mal ruhig noch hier ein bisschen mehr. Zack, zack. Und hier nochmal einen in Intelligenz. So, so sieht das doch gut aus. Hier oben blinkt auch noch was. Available Points 3. Specials 1. Okay, kann ich aber gerade noch überhaupt nicht irgendwo einsetzen. Ja gut. Lassen wir es erstmal. Player Stats. Schaden 6 bis 16, Strill 5, oh, Intelligenz 7. Ich bin also ein starker, intelligenter, behäbiger, mittelglücklicher Mensch. Skills-Info, what the heck, okay. Und Storage-Info, oh, what the heck. Okay. Drag Talent into Slots to Equip. Talents must have at least one PT invested. Talents? Okay. Ich kann nichts ziehen irgendwo, irgendwen oder was. Na gut, können wir das jetzt verlassen? So, ich denke, das haben wir gemacht. Oh, wow, da hast du dir was richtig Interessantes ausgesucht. Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen mehr Kraft, um eine Chance gegen die Fröschchen zu haben. Hm, echt jetzt? Ich bin schon Level 4. Probier mal das Portal auf der linken Seite aus. Da gibt es einen fröhlichen Goblin, der dir noch ein paar Spielinhalte zeigt. Ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen, aber ich bin mir sicher, er ist so fröhlich wie immer. Hauptquest, hol Verdrießberts Zertifikat, er ist gleich hinter dem Portal links. Okay, ich warte eigentlich immer noch. Dann können wir das nochmal... Wir können nochmal gucken. Verdrießberts, lass uns doch hier nochmal reingucken. Gab es hier nicht irgend sowas wie Fullscreen... Apply Blur Filter, Show Monster Health Bars, Show Guild Names, Unused Talent Points Indicator, Offscreen Portals, Offscreen Portals, Auto Add New Quests to Helper, Show Quest Helper, Enable Chatbox Icon, Use a Text During, also offensichtlich alles nicht, oder? Sehe ich das irgendwie falsch? Na gut. So, wir reden erstmal mit hier dem Verdrießbert. Uff, noch einer. Bist du auch hier, um ein neues Gameplay zu lernen? Oder was auch immer für einen Blödsinn all die anderen sagen? Seien wir ehrlich, das ist doch alles super offensichtlich. Ich meine, es geht doch nur ums Bergbau, oder? Falsch. Beim Bergbau gibt es so viel zu beachten. Bergbaueffizienz, Potenzial, Stärke, Genauigkeit, Multi-Erzabbau. Wir haben eine Menge zu behandeln. Ja. Geh ein paar Erz abbauen und lies das... Warum ist der schon so ausgerüstet? Hier müssen wir einmal. Was? Just idle, play game? Just idle. Macht er das jetzt von alleine? Ja, tatsächlich, okay.
Habe ich jetzt schon Erze aufgesammelt? Bergbauzertifikat 0 von 1. Learning to swing. Kupfer erst. Ah, hier ist eins. Hier, mach ruhig. Play Game, was ist denn das? Was? Oh Gott, okay. Gut, ich habe irgendein Level gemacht. Just Idle. Okay, wow. Okay, warte mal, ich habe genug. Die Genauigkeit kannst du sehen. Tipp auf Menü, dann auf AFK-Info, dann schau auf den Balken unten links. What? Tipp auf Menü, dann auf AFK-Info, Menü, AFK-Info und dann der Balken unten links. Okay. Effizienz 25. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Wahrscheinlich, ah ja, hier mein Chance 23%. Das heißt, ja, okay. Okay, na gut, weiter im Text. Geh jetzt zu dieser Schmiede dort und ziehe die Erze in den ersten freien Platz. Ziehe auch das Ölfass, das ich dir gegeben habe, in den zweiten Platz. Das wird die Sache beschleunigen. Schmelze Kupferbarren, alles klar. Alles klar. Und vielleicht einen erstmal nur. Was muss man denn hier? Ah ja, guck. Ah. Der hat sich einfach nochmal ein 10er-Stack genommen. Das brennt jetzt hier eine Zeit lang. Ja, die typischen Idle-Dinger halt, ne? Da ist natürlich, da kann man jetzt stundenlang zugucken oder warten. Und das wurde mir vorab auch schon erklärt, man kann das einfach auch laufen lassen und das Spiel spielt sich dann quasi von alleine, ja. Interessant. So, wir warten mal ab, ob da jetzt gleich noch was rauskommt. Die Hälfte von dem roten Balken ist ja schon durch. Ich habe mittlerweile 5 Silber und 37 Bronzemünzen. Ich bin ein Rich Kid hier. So, kommt da jetzt noch was raus? Ja. Okay, das läuft jetzt so von alleine. Ich komme gleich nochmal wieder, ja? Für das Schmelzen von Barren werden mehrere Erze benötigt. Spätere Barren wie Eisen und Gold benötigen mehr Erze pro Barren. Tippe auf ein Erz in deinem Inventar, um die genaue Zahl zu sehen. Smelt down 2 ores into 1 bar. Okay, habe ich. Danke. Nun, die letzte Aufgabe. Gehe zur Schmiede. Klicke auf den gelben Pfeil oben rechts und kaufe ein paar Aufwertungen. Diese sind permanent und werden von allen Charakteren gemeinsam benutzt. Verbessere die Schmiede 3-mal. Okay, ich will mal gucken. Also, was soll ich machen? Upgrades Board. Also die deutsche Übersetzung ist so, naja, lückenhaft, sagen wir mal, ja. Lutz de Luna. So, was sollten wir jetzt nochmal kaufen? Upgrades, bla bla, ja. Hier, Quantity Stock. Kaufen wir das mal. Das können wir uns gar nicht leisten, oh Gott. Und das hier vielleicht, oder nicht? Oh Gott, ich habe gleich 10 davon gekauft. Oh Gott, ich habe eine ganze Menge davon gekauft. Das war vielleicht ein bisschen viel. Eieiei, Quantity Stock. Okay, nochmal gucken. Was muss ich nochmal machen? 2 Upgrades. Oh Gott. Ich glaube, das habe ich jetzt ein bisschen sehr viel gemacht. Naja, gut. So. Upgrades Board 0. Ich habe nur das Ölfass gekauft, oder? Increase Forging Speed by... Kann man das jetzt hier anwenden? Ich glaube, das wird so nix. Ja, die kann ich ja schon mitnehmen. Nicht, dass mir das in der Cloud hier oder so... Okay, was muss ich nochmal tun? Also, gehe zur Schmiede. Ah ja, zur Schmiede, alles klar. Klicke auf den gelben Pfeil oben rechts. Mhm, alles klar. Schön, wie er auch springt am Anfang.
So, hier war die Schmiede, ne? Hätte mir ja mal jemand sagen können. Schmiedeshop, dies, das. Und dann auf irgendeinen Pfeil. Hier vielleicht? Faden. Hier ist kein gelber Pfeil. So, Schmiede, warte mal. Ist das hier vielleicht eine Schmiede? Ach, der meint hier oben die Schmiede, ja? Ich bin vielleicht ein bisschen verwirrt. Kann alles sein. Hier, aha. So, jetzt haben wir es. Na, schau mal an. Orca City Boost. Okay, dann machen wir das mal so, ja. Okay, das, naja. Hätte ich wissen können. So, das war's. Jetzt weißt du, wie du an alle Ressourcen kommst, die der Bergbau zu bieten hat. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, wie du dich geschlagen hast. Ich bin froh, dass du gut aufgepasst hast und meinen Dialog nicht gleich übersprungen hast, wie alle anderen es tun. Oh, was ist das denn? 10 Edelsteine plus 1 Stunde Zeitbonbon. Oh, wow. Ich wünschte, es gäbe im Real Life auch Zeitbonbons. So, reden wir mit Pergamenti. Prima, da stecke ich ja direkt mal ein. Ich versuche seit 3 Jahren seinen Kurs zu bestehen. Was? Aber ich kann ja nicht anders als herumzuschlängeln und reden, deshalb falle ich immer wieder durch meine Prüfungen. Also los, nutze, was du gelernt hast und hol dir die Materialien, die du für neue Ausrüstung brauchst. Tu das und ich rahme währenddessen dieses Zertifikat ein, oder vielleicht sollte ich es laminieren. Stelle einen Bauernhut und ein orangenes T-Shirt her. Okay, das heißt, wir gehen erstmal unten gucken. Ein Bauernhut, Bauernhut oder was? Hammer Brim Crafted und Orange Tea Crafted, okay. Ich wünschte, es wäre nicht so voll. So, Bauernhut können wir machen. Und was war das andere? Orange Tea. Orange Tea, Orangentee. Vollgestopfter Essensbeutel. Orange Tea, oranges T-Shirt. Dafür brauchen wir 5 Kupfererz. Ja, wie gut, dass ich alles in die Mine geworfen habe. Moment, vielleicht kriegen wir das da wieder raus. Nicht in die Mine, sondern hier rein. Das ist ja bedauerlich. Ja, okay, schnell raus damit. Das auch und das auch. Sehr gut. Oh, der hat auch ein Ausrufezeichen. Warum kommst du nicht wieder, wenn du etwas mehr Erfahrung gesammelt hast? Ich bin mehr als nur ein schmollender Goblin mit einer sich wiederholenden 5-Frame-Animation. Denn ich habe tatsächlich 6 Frames. Der Teil mit dem Schmollen war wahr. Nun, mach weiter, sammle mehr Erfahrung und komm zurück. Kehr zurück mit Bergbaustufe 11. Alles klar. Bergbaustufe 11. So. Orange Tea Crafted. Also, das können wir auch kaufen. Ist ja klar, dass wir aus Kupfererz auch ein T-Shirt machen. Ist ja völlig klar. So, vielleicht gehen wir mal hier in die Mitte, damit man mich auch besser sieht. Hier laufen ja ganz schön viele Leute rum. Vielleicht kann man das ein bisschen ausschalten. Erstelle einen neuen Charakter. What? Alle deine Charaktere arbeiten immer den ganzen Tag weiter, selbst wenn das Spiel geschlossen ist. Okay, erster Charakter. Dum bum 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 bum. Kämpft. Das gilt für Upgrades. Zweiter Charakter. Holzfällen, Materialien fürs Craften, dritter Charakter, Crafted, bessere Ausrüstung für den Holzfäller und bessere Ausrüstung für den Charakter, für den Champion. Sehr gut, es lohnt sich. Es ist der ganze Sinn des Spiels. Ja, du musst, ich zwinge dich, es ist besser so, vertrau mir. Erstelle einen neuen Charakter. Na gut, dann createn wir den auch mal und den nennen wir, wie bereits schon erwähnt, Nick, weil er mich zu diesem Spiel hier gezwungen hat. Ja. Und The Buff Guy, Flexo Bendo, The Bookworm, The Fuzzy Dice, Talentpunkte Luck. Ah, wir nehmen mal hier den Buff Guy. Männlich und Starterhut, Baseball Cap. Ja, das ist gut. Name Taken, what? Nick 2. Auch schon weg, was ist denn das? Dann nehmen wir Mr. Nick. Mr. Nick wird ja niemand haben. Mr. Nick. Ach, come on. Mr. Nick 2 vielleicht? Aha, geht doch.
So, ich lebe. Oh, es fühlt sich so gut an, mich zu bewegen. Okay, danke für die Hilfe, aber ich muss los. Man sieht sich. Warte, warum bewege ich mich nicht? Tja, sieht so aus, als wäre ich gekommen, um zu bleiben. Lass uns zocken. Ist das jetzt dein Ernst? Okay. Ah, noch eine arme Seele für die Liste. Welche Liste fragst du? Du bist der neueste Eintrag auf der Noob-Liste. Ernsthaft jetzt? Eigentlich gibt es da noch einen Pro-Gamer. Zurück, geht Gott. Wie jetzt? Was jetzt? Was? Erhalte eine Klasse von Prometheus. Ist das Gebiet. Was? Er ist im Gebiet der trägen Bohnen. Hä? Lava Flame, was? Ich verstehe jetzt nur noch die Hälfte. Great, this player will continue collecting until you return to them. Click the player button below. Player swapping. Okay, warte mal. Also er hier kämpft jetzt? Der hat ja auch nur Hände an. Wieso kann ich den jetzt nicht auto-dingsen? Oh Gott, Fragen über Fragen. Ich glaube, meine Damen und Herren, es wird Zeit für eine zweite Folge. Okay, was hat er jetzt gerade gesagt? Der kämpft einfach weiter. Ich kann jetzt hier swappen, oder? Ja. Warte mal, ist jetzt mein Char denn auch hier hinten? Warte mal, lass mal gucken, ob wir den jetzt sehen können. Nee, Mr. Nick ist hier nicht. Kein Mr. Nick. Quest Helper. Kein einziger echter Gamer macht alles alleine. Geh und erstelle einen zweiten Charakter. Quest, erreiche Level 5 und erstelle einen zweiten Charakter. Benutze ihn, um Materialien für dich zu sammeln, während du auf deinem Hauptcharakter spielst. Claim AFK und Second Char. Ach, das heißt, die muss ich auch auf... Was sind das hier? Hoppala. Den muss ich auch auf Level 5 bringen. Claim AFK und Second Char. Das ist alles schwierig. okay, das heißt, der hier ist... Okay, AFK gains. You were gone for 2 minutes. Ein Kill, 5 Main XP. Level up. Go for it. Aber der muss jetzt so richtig... Warte mal, kannst du nicht? Haben wir nicht? Haben wir dann vielleicht Items? Okay. Okay, das heißt, der hier muss erstmal Level 5 werden. Oh, der hat auch ein Päckchen. Aber gäbe es hier nicht am besten so einen Teil, einen? Gibt es da nicht am besten ein geteiltes Inventar? Der muss ja richtig krass 15 Leute killen. Warte mal, Items, wie viel hast du denn davon? Einen jetzt erst? Das kann gar nicht sein. Also, ich glaube, Mr. Nick tut sich ein bisschen schwer. 5 XP müssen irgendwie auf Level 5 kommen, glaube ich. Talente. 4 Punkte. Ja, wir müssen ihm vielleicht auch Boxhandschuhe geben, oder? Ich meine, irgendwie... Ist auch blöd, oder? Mit ohne Boxhandschuh. Guck mal, der hat auch schon wieder 4 Pakete. Okay, pass auf, wir gehen mal weiter. Der muss jetzt die gleichen Quests nochmal machen. Hardcore Gamer Status. Alles klar. Okay.
Also jetzt müssen wir tatsächlich die gleichen Sachen nochmal machen. Oh, warte mal, der hat jetzt aber hier so ein Ding. Okay, das heißt, der kann jetzt hier... Der ist jetzt fertig, so. Haben wir. Storage Chest used. Mensch, Mr. Fierce, du hast den Bogen aber echt schnell rausgekriegt. Du kannst mit dem Charge-Button zwischen Charakteren hin und her wechseln. Viel Spaß dabei, alle deine Charaktere auf unterschiedliche Klassen zu spezialisieren. Oh Gott im Himmel. Ja, ja, das ist genau Lava. Mhm. Storage Chest used. Das hier müssen wir jetzt machen. Ach, guck mal. Mhm. Dann können wir das jetzt einlagern. Ich weiß nicht genau, wer kriegt denn das dann? Wir können ihm ja mal ein Fass geben. So, jetzt haben wir es geschafft. Guck. Siehst du, jetzt kannst du zwei Dinge auf einmal machen und die Gegenstände kannst du mit dieser Lagertruhe mit deinen anderen Charakteren teilen. Hier ist auch noch ein Upgrade-Stein für die Ausrüstung, die du hergestellt hast. Na, voll ausgestattet und bereit für die nächste Quest? Okay, warte, nein, eigentlich nicht okay. Ich muss vorher ein paar Besorgungen erledigen. Ich sag dir was, warum hilfst du mir nicht? Vor ein paar Tagen war ich für ein Picknick in den froschigen Feldern und ich habe vergessen, meinen Korb wieder mitzunehmen. Da war auch nicht viel drin, nur ein Glas goldene Marmelade, das ich zurückbrauche. Hol die goldene Marmelade, alles klar. Das heißt, hier kann ich jetzt Sachen einlagern, die dann auch der andere Charakter nehmen kann. Das ist ja nice. Was ist das hier? Rüstungs-Upgrade-Stein. Okay, ich würde mal Folgendes vorschlagen. Ich werde mich jetzt mal noch eine halbe Stunde hier mit dem Charakter, überhaupt mit dem Spiel beschäftigen. Und wir sehen uns einfach in einer zweiten Folge wieder. Und genießen noch ein bisschen gemeinsam, ich sag mal, das ganze Adventure dieses wunderschönen Spiels. Ich danke fürs Zusehen, freue mich auf die nächste Folge mit euch. In diesem Sinne, habe die Ehre. Aber warte mal, hier klopfe ich jetzt erstmal noch ein paar Kröten. Hier, du da. So. Also, macht's gut, bis dann.